Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier lernst du das Multiplizieren mit 10, mit 100 und mit 1000. Also wie man eine Zahl mal 10 nimmt, mal 100 nimmt und mal 1000. Was passiert mit den Nullen und was passiert mit dem Komma? Das zeige ich dir jetzt nun mit einigen Beispielen. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, hier mal vier Zahlen, 42 minus 580, 2,34 und minus 15,037. Diese Zahlen sollen mit 10, mit 100 und mit 1000 multipliziert werden. So, fangen wir mal mit mal 10 an. Also wir haben die 42 und 42 mal 10 ist 420. An eine natürliche Zahl, also 42, wird einfach eine 0 drangehängt und ja, die ist dann 10 mal größer. Mal 100 bedeutet noch eine 0 dran, also an die 420 kommt noch eine 0 dran, ist 4200. Also 42 mal 100 ist 4200. Und mal 1000 bedeutet dann noch eine 0 dran. 42, 1, 2, 3 Nullen dran. Also eine natürliche Zahl wie jetzt 42, eine 0 dran bedeutet ist mal 10, 2 Nullen dran mal 100 und 3 Nullen dran mal 1000. Dann eine negative Zahl, 580, das ist eine ganze Zahl. Also hier ist kein Komma, daher eine ganze Zahl. Und auch hier, wenn wir mit 10 multiplizieren, kommt eine 0 dran, mit 100 multiplizieren 2 Nullen und mit 1000 3 Nullen. Ganz wichtig, hier an das Minuszeichen denken. Also minus 580 mal 10 ist minus 5800. Dann minus 5800 nochmal mal 10 ist dann minus 58.000. Also minus 580 mal 100 bedeutet 2 Nullen hinten dran hängen. Und mal 1000, also minus 580. Minus 580 mal 1000 bedeutet die 3 Nullen kommen hinten dran. Also minus 580.000. Soweit denke ich noch ganz einfach. Ein bisschen schwieriger wird es jetzt mit den Kommazahlen. 2,34 mal 10 bedeutet, die Zahl wird größer. Und mal 10 bedeutet auch, dass das Komma um eine Stelle nach rechts rückt. Also wir hatten hier 2,34. Das Komma rückt um eine Stelle nach rechts. Also 23,4. Das Komma um eine Stelle nach rechts. Für mal 100 muss das Komma um zwei Stellen nach rechts. Also 234,0. Das Komma wurde um zwei Stellen nach rechts gerückt. Das ist mal 100. Und ja, jetzt haben wir 234,0. Das Komma 0 können wir weglassen. Mal 100 ist 234. Und jetzt nochmal 10 mal mehr, also nicht mal 100, sondern mal 1000, bedeutet jetzt noch eine 0 dranhängen. Also 2340. Nochmal 2,34 mal 10 bedeutet, das Komma rückt eine Stelle nach rechts. Mal 100 bedeutet, das Komma rückt zwei Stellen nach rechts, also 234. Und mal 1000 bedeutet dann noch eine 0 ergänzen am Ende. Jetzt noch minus 15,037. Mal 10 bedeutet, das Komma rückt eine Stelle nach rechts. Also minus 150,37. Das ist mal 10 gewesen. Mal 100 bedeutet, das Komma rückt zwei Stellen nach rechts. Also minus 1503,7.
Und minus 15,037 mal 1000 bedeutet, das Komma rückt um 3 Stellen nach rechts, also hierhin. Und da kann man auch einfach die Zahl übernehmen ohne Komma. Also das Komma rückt jetzt hierhin. Die Zahl, die jetzt rauskommt, kann man also auch ohne Komma schreiben. Minus 15037, also minus 15.037. Hier könnte man noch Komma 0 schreiben, das muss man allerdings nicht. Du brauchst noch weitere Erklärungen oder möchtest Übungsaufgaben machen, dann schau mal unter dieses Video. Dort habe ich, wie gesagt, einmal Erklärungen hingepackt, sowie Übungsaufgaben mit Lösungen, damit du selbst fit in diesem Thema wirst. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.